So, liebe Leute, ich begrüße euch. Ja, erneut euer Van Bergen hier am Mikrofon zum 23. Spieltag. Was war das denn bitte letzte Woche? Gegen die Bayern. Jetzt am Wochenende. Das war doch Knaller, oder? Das war doch ein Knaller vom Herrn. Also, ganz starke Leistung, die wir da abgeliefert haben. Können wir daran anknüpfen gegen die Kölner, gegen die wir in der Hinrunde eine 3:0 Niederlage hinnehmen mussten? Köln befindet sich momentan im Abstiegskampf. Für die geht es hier um alles oder nichts. Für die geht es um... Es sind so viel Geld, da stecken so viel Geld in der Bundesliga. Ein Verein, der sich auf die Bundesliga einschießt, der muss natürlich auch in Stadion investieren, in so vielen Bereichen investieren. Und sobald man absteigt, geht das sicherlich nicht mehr so auf. Da ist die Möglichkeit für uns und da wird auch ein Ball rumgestochen, aber immer noch heiß, Ibisevic. Jetzt aber, Mohamed auf Rensing, der bringt ihn weit nach vorne. Ja, ein Abstieg ist nicht nur sportlich gesehen ein ganz, ganz großer Verlust für einen Verein, das wollte ich gerade noch ausführen, sondern auch finanziell. Und die Kölner, Köln ist ja eine der größten Städte in Deutschland. So ein Verein gehört eigentlich in die Bundesliga, wenn man so möchte, aber nicht, wie sie sich zurzeit präsentieren. So ganz sicher nicht. Seit 5 Spielen verloren und ganz, ganz durchwachsene Saison. Das ist die Möglichkeit, Lappa, aber Rensing ist unten. Ja, Rensing, der sich beim FC Bayern nie richtig durchsetzen konnte, findet hier in Köln, sag ich mal, vielleicht endlich ja die Aufgabe oder wie soll man sagen, ja, den Platz, den er sich eigentlich wünscht, als Nummer 1 in einem Bundesliga-Verein. Hoffen wir mal für Rensing, dass Köln oben bleibt. Aber heute muss Köln Punkte lassen, ganz klar. Heute müssen sie federn lassen. Heute steht Hoffenheim auf dem Tablett. Und wir wollen natürlich weiter Richtung Europa kämpfen. Uns nach Richtung Europa bereit machen für die nächste Saison. Das ist Beck. Ibisevic, das war abseits. Oh, verdammt. Ja, man sieht schon jetzt, die ersten 12 Minuten sind gespielt und Köln war bisher noch nicht vor unserem Tor. Aber ich möchte nicht den Tag vom Abend loben und das Spiel hat, wie gesagt, eine Phrase fürs Phrasenschwein. 90 Minuten und der Ball ist rund, meine Lieben. Schauen wir mal rein, wie es weitergeht. Podolski, wenn er einen guten Tag erwischt, dann kann er ein Spieler entscheiden. Wird er gefoult, ist eine gute Freistoßposition. Obasi geht ein bisschen zu robust rein und foult da Podolski, der nun den Freistoß schießt für Köln. Podolski fängt ihn hoch, aber da kommt Miliz und fängt den Ball vom Scheitel von Novakovic. Ganz stark. Lanik. Lapa. Unsere Fans sind auch mittlerweile angekommen. Man hört sie lautstark wie eh und je hier in der Rhein-Neckar-Arena zu Hoffenheim bzw. Sinsheim. Ja, Sinsheim, da komme ich auch in der Nähe, komme ich auch her, muss ich auch mal einschmeißen. Hat ein sehr, sehr schönes Technikmuseum, meine Lieben. Und bald auch einen europabekannten Verein. Die Hoffenheimer. Die TSG. Weiter geht's. Lappa. Bringt ein Ball drüber. Das Komper mit einer neuen Flanke. Und Lappa. Und da ist es 1:0. Ganz stark. Pilim Lappa. 12. Torwettbewerb. Reibt sich weiter in die Torjägerliste ein. Nicht ganz oben. Ganz oben stehen andere Leute wie Diego, Gomez. Aber Lappa, solide. Immer wieder für ein Tor gut. Setzt sich da durch gegen Pizzoni, der einfach nicht hoch genug steigt. Steht frei, einköpfen bereit und Rensing kann da auch nichts machen. Keine Chance. Zwar im Lauf des Torwarts, aber ja. Podolski, was machst du nun? Der Prinz. Prinz Boldi von Köln. Es bleibt spannend, weil Köln ist auch für einen Konter gut und gegen Kontermannschaften sind wir sehr, sehr anfällig, da unsere Abwehr eigentlich immer wackelt. Und da müssen wir auch ein bisschen mehr Routine reinkriegen, da müssen wir noch ein bisschen solidere Leute ranholen vielleicht oder einfach Druck machen durch Reservisten, die heiß drauf sind, in die erste Mannschaft zu kommen. Da müssen wir einen Isaac Forsa und einen Simunic, gerade unsere Innenverteidiger, haben sich oft die Blöße gegeben und waren einen Ticken zu langsam. Und sind wir als Gesamtmannschaft in den Konter gelaufen. Und ja, da müssen wir noch ein bisschen stärker werden, gerade in der Defensive. Dann kommt er. Spiele werden durch den Sturm gewonnen, ganz klar. Meisterschaften, Pokale, aber durch die Abwehr. Foul an Kompa. Ist der böse aus, gibt die erste gelbe Karte. Und Peschko. Schauen wir mal. Ja, da reg ich mich auch auf. Unser guter Rudi mit der Spuckhaftgesuche. Das war sehr heftig. Ja, oh, das war heftig. Ja, Kompa steht doch gleich wieder auf und macht weiter. Emre mit dem Freistoß. Im Wechsel mit Salihovic.
Schön hoch. Oh, wurde abgefälscht. Gibt aber Abschluss. Nun Köln wieder am Ball. Unsere Abwehrreihe steht weit vorne. Das ja, ist natürlich auch die Gefahr, dass wir so in den Konter laufen. Aber offensiv müssen wir uns präsentieren gegen Köln, gegen den Abstiegskandidaten. Wenn wir zu verhalten vorgehen, dann ist das Tor für Köln auch nicht weit entfernt. Denn Knipser haben sie auf allemal. Also Knipser wie Podolski oder auch Novakovic sind immer für ein Tor gut. Sind immer gefährlich. Die muss man versuchen auszuschalten. Podolski ganz klar zu doppeln. Zwei Mann an ihn ranzustellen, sobald er im Ballbesitz ist. Und aus dem Spiel herausnehmen. Dann verliert er schnell die Lust. Das kennen wir beim guten Lukas. Wenn er nicht ein Spiel findet, wenn er den Ball nicht bekommt, verliert er die Lust. Und dann wird es auch für Köln schwer, überhaupt sich ja im Profi-Fußball durchzuhalten. Mensch, Van Bergen, heute quatscht du da wieder. Querfeld ein, um heißen Brei. Mein Fazit für die erste Halbzeit nach 43 Minuten, wir sind ganz klar stärker. Viel mehr Drang zum Tor. Und wenn wir so weiter solide arbeiten, auch nach hinten arbeiten, dann wird es heute noch ein schöner Fußballnachmittag für uns, ganz klar. Weitere 3 Punkte auf dem Weg Richtung Europa. Am 23. Spieltag. Simonic. Wurde schon öfters angesprochen, warum die Performance so schlecht ist. Manchmal ruckelt das Spiel etwas. Ja, das liegt zum einen wahrscheinlich, aber dazu gleich nach einer harten Pause. Bis gleich. Ohne große Wechsel geht's weiter. Ich wollte noch die Thematik kurz anschneiden, warum es manchmal denn so ruckelt. Es liegt zum einen daran, dass mein Rechner nicht der schnellste ist der Welt. Und das ist, denke ich mal, einer der größten Punkte. Und Performance-Schwächen natürlich hier aufweist, wenn man noch zusammen raps etc. Aber ich glaube, überwiegend ist es gut anzusehen. Salihovic! Oh, der wollte es direkt versuchen. Aber jetzt kämpft gerade der Rechner, sehe ich ein bisschen. Also das ist jetzt gerade ein bisschen sehr lästig mit dem Lex. Beziehungsweise mit den kleinen Rucklern zwischendrin. Aber das überbrücken wir einfach mit einem Witz. Griff der Komper auf den Andreas Beck. Was ist passiert? Wir haben beide die Seiten getauscht. So sieht's aus. Was ein Blödsinn, meine Lieben! Zurück zum Fußball! So, Podolski will da an den Ball eigentlich ran, aber kommt nicht richtig. Wir spielen jetzt hinten rum, ein bisschen auf Zeit. Wie sie es gehört. Ganz sicher, solide. Lassen wir eben die Kölner ein bisschen laufen. Das macht sie müde. Und wir können nur auf einen kleinen Fehler warten und dann natürlich durchstecken. Sehr schön wieder. So, Basi. Viel Platz. Salihovic. Der im offensiven Mittelfeld ein so wichtiger Spieler geworden ist für uns. Der Regisseur in unserer Mannschaft, ganz klar. Ganz entscheidende Rolle auch gespielt, auch gegen die Bayern. Lappa auf Tobias Weiß. Der kann gut flanken. Da unten ist Obasi. Aber Rensing steht sicher. Emre nun. Auf Lappa. Ja, da war ein bisschen zu langsam. Der gute Salihovic. Köln nun mit dem Konter. Dann schauen wir uns mal genauer an. Jonata. Novakovic. Weit nach hinten gerückt. Auf Novakovic. Kann er sich durchsetzen gegen Simonic. Der jetzt sehr weit rauskommt. Dann los Weiß. Geh du mal ran. Lass Simonic zurück in Innenverteidigung. Taktisches Foul an der Stelle. Gibt natürlich eine gelbe Karte. Damit unser Leben jetzt. Der gute Tobi. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, geht er von hinten rein. Ganz klar. Das hat er gut gesehen, der Schiedsrichter. Das war jetzt die Minute, das nehme ich auch zum Anlass, ebenfalls auszuwechseln. Und zwar bringen wir Gilfi Sigurdsson für den jetzt gelb vorbelasteten Tobias Weiß. Und als weiteren kommt natürlich Ryan Babel für Shinedu Obasi, der heute mit einer 4 nicht so brillieren konnte. Obasi schicken wir nach links außen und als weiteren Stürmer. Dafür müssen wir die Taktik auch kurz ändern. Gehen wir ein bisschen mehr weg von der rechten Seite, und zwar Mitte und links außen, und setzen mal den Einsatz noch auf hoch. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ein zweites Tor wäre jetzt wichtig. Kurz vor Schluss. Sind immerhin noch 30 Minuten zu spielen, aber da würden dann sicherlich auch die Kölner resignieren. So, herzlich willkommen Gilfi und auch Ryan Babel heute am 23. Spieltag. Ein weiterer Einsatz für ihn. Wir müssen ihn langsam aufbauen, den guten Ryan, damit er wirklich zur Stärke findet und Spielpraxis bekommt. Weiter Köln. Oh. Das sah schon richtig gut aus. Das sah schon richtig, richtig gefährlich aus. Vom Peschko. Das hätte auch gut und gerne ein Tor sein können.
Jetzt müssen wir halt aufpassen, jetzt müssen wir wieder schön nach hinten arbeiten, geschlossen auftreten, nicht in den Konter reinlaufen. Viel Platz jetzt für die Kölner. Unsere Defensive ist unsere Offensive geht nicht mehr weit zurück. Und da ist Podolski. Nielitz kann nur ablenken. Noch heiß. Jonata, jetzt ist er durch. Tänzchen. Schuss. Ausgleich. Wahnsinn. Wieder Forsa. Wieder Forsa. Warum wirft sich da Simonitsch nicht in den Ball? In den Schuss. Da haben sie wieder geträumt. Da ist der Ausgleich, meine Lieben. Darauf hat Köln gewartet. Auf den Konter. Ich habe jetzt gerade eben, habe ich schon angeführt, unsere Offensive läuft nicht mehr mit zurück. Hat sich schon wieder zu früh gefreut. Erneut fangen wir uns ein Kontertor ein und so der Ausgleich. Und jetzt ist alles wieder offen. Für Köln geht es um viel. Für Köln wäre ein Sieg hier ganz, ganz wichtig. Für uns natürlich auch. Wir wollen Richtung Europa, aber Köln hat ganz, ganz andere Ambitionen. Sie möchten in der Bundesliga bleiben. Und weg von den Abstiegsplätzen. 5 Spiele haben sie verloren am Stück. Können sie sich jetzt wieder bei uns gesund stoßen? Was wir auch in der Hinrunde mehrmals erlebt haben, dass Vereine, die wirklich aus einer Misere kommen, aus einem Desaster, sich bei uns gesund gestoßen haben und es wieder fangen konnten, nachdem sie einen Sieg entweder bei uns zu Hause oder bei sich zu Hause einfahren konnten. So, viel Platz, das ist der hohe Ball, das Jonata, Milic wird rauskommen, kann aber nicht. Peschko, Podolski. Liebe Leute, es wird nochmal spannend, 74 Minuten noch zu spielen, schon gespielt, es sind noch 16 Minuten. Viertelstunde. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ryan Babel. Er hat Platz unten. Ah, bringt den Ball nicht rein. Eine hohe Flanke auf Pinem Lappa. Lappa. Ah, vorbei. Jalcin kommt für Matuschik. Weiter Abschluss von Rensing. Direkt auf Peschko. Der spielt direkt weiter auf Novakovic. Das setzt sich schön durch. Das ist Jonata. Der hat jetzt die Möglichkeit. Jonata und sehr gut gemacht diesmal. Sehr gut die Abwehr, mitgedacht, mitgelaufen. Aber wie schnell die noch sind. Zu dem Zeitpunkt des Spiels, eigentlich müssen jetzt die Kräfte nachlassen, auch bei einem Stürmer, aber sie greifen immer noch an. Die Kölner in den Anzug. Immer wieder. Novakovic. Das ist Podolski. Hat jetzt Platz. Rüber auf Jajalo. Bringt ihn hoch rein. Jetzt. Novakovic. Befreiungsschlag. Köln wieder Anzug. 81. Minute. Peschko, das kündet sich jetzt schon an. Na, die Möglichkeit, Novakovic bringt ihn rein. Okay, sehr gut mitgearbeitet diesmal von Simonic. Emre bringt die Ball nach vorne, findet aber nicht direkt Ryan Babel. Der war so ungenau, der lange Pass. Und wieder die Kölner am Zug. Drücken jetzt auf das Führungstor. Podolski, oh, was für ein Schuss. Das war ganz stark. 6 Minuten sind noch zu spielen, meine Lieben. Was passiert nun? Können wir es nochmal fangen, ein bisschen Ruhe reinkriegen jetzt. Einfach ruhig runterspielen, beziehungsweise nochmal nach vorne arbeiten. Das 1:1, so hat es eigentlich nicht gedacht. Das haben wir uns sicherlich anders vorgestellt, nach der großen, ja, brillierenden oder, ja, brillanten Leistung gegen die Bayern. Wieder Ballverlust. Verlieren die Zweikämpfe nun, einen nach dem anderen. Das ist Shihi. Bringt den Rieber auf. Jonita. Jonita heißt der Gute. Meine Güte, das sind der Namen. Jonita wieder, setzt sich da durch, gegen Emre, verliert den Ball. Forsa, läuft weit raus, er schafft Platz jetzt in Innenverteidigung. Novakovic mit der Chance und Nilic greift hier zu und hat den Ball. 2 Minuten Nachspielzeit, Köln immer noch am Zug und das ist das Foul vom Lapper. Ja, da braucht er sich nicht ärgern, das war von hinten ein bisschen zu heftig. Köln nochmal, das ist jetzt die letzte Möglichkeit. Novakovic! Oh. Mein lieber Schieber, also jetzt kann er gut und gerne abpfeifen. Unentschieden. Glückliches Unentschieden für uns, muss man ganz klar sagen. Ja, Abpfiff, meine Lieben. Ja, dann haben wir uns bitten zu viel versprochen. Bitten zu viel. Es war wieder unser leidiges Thema. Wir gehen früh in Führung, können uns aber dann nicht über die gesamten 90 Minuten hinweg solide präsentieren und fangen uns ein Kontertor ein. Aber wir schauen mal rein, was hat das für Auswirkungen auf die Tabelle, meine Lieben. Es bleibt spannend. Das auf jeden Fall. Unentschieden. Die anderen Mannschaften vor uns konnten sich alle durchsetzen. Dortmund bleibt mit uns punktgleich mit 41 Punkten. Und die Bayern, Leverkusen und Wolfsburg, die ziehen davon. Das ist halb so wild. Für uns ist es wichtig, dass wir nicht auf Platz 6 rutschen, wo jetzt wieder Frankfurt, unser Erzfeind, hochgerutscht ist. Der, ja, auch 3 Spiele in Folge gewonnen.
Wir haben schon lange kein Spiel mehr verloren. Das ist wahr. Aber auch nicht wirklich solide am Dauergewinnen. So sieht's auch nicht aus. Wir gehen mal weiter zum nächsten Spieltag, meine Lieben. Der 24. wird im Textmodus stattfinden gegen Mainz. Und dann sehen wir uns auch schon bald im 3D-Spiel wieder gegen, ja, Stuttgart im DFB-Pokal. Bis dann, euer Van Bergen.